So, moin Leute, hier ist wieder euer I Love Cookies und ja, das wird jetzt ein richtig ernstes Video, auch ein trauriges Video für die meisten. Es wird viele umhauen, weil, naja, ich wollte einfach mal die Wahrheit sagen, wie es jetzt eigentlich wirklich alles ist, wie es um Hacken geht, um alles andere und ja, in diesem Video gebe ich leider zu, ich hacke und ich habe gehackt und auch im 100 Morb Stream, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, ich habe gesagt, ich bin zu Rewe gegangen. Dabei stimmt es gar nicht. Ich bin unter das Carport gegangen, hab gehackt. Ich konnte einfach nicht widerstehen, weil, keine Ahnung, das Holz hat mich so komisch angeguckt und ich musste es einfach hacken, hacken, wie ihr es auch immer nennt. Ich weiß gar nicht, warum ihr es hacken nennt, aber eigentlich heißt es hacken, weil es aus dem Deutschen kommt. Und ja, an dieser Szene sieht man auch, dass hacken gar nicht so einfach ist, wie ihr alle immer sagt. Das Holz kann noch ziemlich hartnäckig sein und ja, es tut mir einfach ziemlich leid nochmal. Ja, ich habe mich auch nochmal, weil viele haben mich auch unter Druck gesetzt, private Nachrichten geschickt. Ey, ich habe dich letztens zu Hause gesehen, wo du gehackt hast. Ich meine, sag, gib du es erst lieber zu, sonst machen wir es. Und ja, dann habe ich einfach jetzt, ja, habe ich mich außersehen verraten im Livestream, als ich da gehackt habe. Es hat jetzt einfach keinen Sinn mehr, rumzulügen. Hier dann nochmal die Aufnahme und ja, es tut mir einfach wirklich leid. Ja, Entschuldigung nochmal und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, weil es kommt echt ziemlich scheiße jetzt und nun ja, ich kann ja mal die komplette Aufnahme nochmal hier schicken in Fullscreen, nicht nur im Livestream-Ausschnitt. Da sieht man es auch, dass ich perfektes Aim habe auf das Holz. Und ja, ohne Hacken geht das natürlich nicht, man muss es schon können. Und ja, mit dieser Axt, die ich benutzt habe, habe ich auch ein paar, also hier nochmal, wie ich auf Amazon gegangen bin, da müsst ihr einfach Spaltaxt eingeben. Die Axt ist ziemlich gut und ja, Produktbeschreibung, einfaches Hacken, ich meine, das ist doch einfach nicht schlecht, wenn da steht Produktbeschreibung, einfaches Hacken, warum greift man da nicht einfach zu, ne? Und dann muss ich einfach noch sagen, die Rezensionen haben mich auch ziemlich überzeugt von irgendeinem Rambo oder so. Ich muss mal eben ganz kurz die Rezension öffnen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Einen kleinen Moment bitte. So, hier, ihr seht die jetzt. Ist von einem Rambo oder so. Und ja, der hat auch geschrieben, dass... Ja, aus dem Bekanntenkreis habe ich bereits viel über die angeblichen Wunderechse für das Hacken gehört. Zum Beispiel der Schuhkarton. Hacken und spielen kann man nun mit der Hälfte der Kraft. Naja, robuste und nahezu unverwüstliche Qualität. Extrem einfach zu benutzen und auch über längere Zeit. Man merkt gar nicht mehr, dass man hackt. Also, als ich diese Rezension gelesen habe, es war echt unglaublich, aber wahr. Und, ja. Und nachdem, ja, ihr seht die Rezension da auch. Und, ja, hier nochmal eine Rezension von der Schuhkarton. Ich weiß nicht, also es muss ein Kumpel von Rambo oder gewesen sein oder so, weil die sich gegenseitig in der Rezension erwähnt haben. Meinte auch, dass das Hacken aus dem Baumarkt einfach viel zu einfach ist wieder alles und er auch da komplett überzeugt von ist und ich musste da einfach zugreifen, na, hab mir diese Axt aufgekauft und hab damit halt gehackt und es tut mir wirklich leid. Ja, ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn nicht, dann... Ja, könnt ihr mich eigentlich deabonnieren, weil es macht dann keinen Sinn mehr. Und ja, ich wollte es einfach gesagt haben. Ich bin raus, Leute. Und nehmt es bitte nicht zu ernst.